Zwischen der Adria und den Hängen von Kapela und Velebit liegt eine der ältesten Städte Kroatiens und das reiche touristische Angebot macht sie zu einem der begehrtesten Urlaubsziele. Wenn Sie die sonnenbeschienene Festung auf dem Hügel und das endlose blaue Meer in der Ferne sehen, sind Sie in Senj angekommen. Das erkennbare Symbol von Senj ist die Nehaj-Festung, die bereits 1558 erbaut wurde. Die Festung Nehaj ist von einem gleichnamigen Park umgeben, der schöne Spazierwege und einen beeindruckenden Blick auf die Altstadt bietet. Innerhalb der Mauern gibt es ungefähr 100 Schießscharten und 11 große Kanonenlöcher. Eine Sammlung von Senj Uskoci und Senj Küstenkapitänen. Am Eingang der Stadt Senj befindet sich ein großes Steintor, das das Ende der Josefina markiert, der Straße von Karlovac na Senj, die vom Kaiser Josef II. Gebaut wurde. Am Fuße des Velebit hat die Natur viele Buchten geschaffen und jede von ihnen ist etwas Besonderes. Sie müssen also nur diejenige auswählen, die am besten zu ihnen passt und den Tag hier verbringen und den Duft mediterraner Kräuter genießen. Zahlreiche Aktivitäten, an denen Sie während des Aufenthalts in der Region Senj teilnehmen können, werden selbst die anspruchsvollsten Liebhaber des Aktivurlaubs zufriedenstellen. Mit seinen klimatischen Bedingungen und der Geländekonfiguration ist Senj und das Senj-Gebiet das ganze Jahr über ein ideales Ziel zum Radfahren. Radfahren ist immer interessant und die Senj-Bergwege sind an verschiedene Arten von Radfahren angepasst, je nach Wunsch, Fitness und Begleitung. Verpassen Sie nicht den Nationalpark nördlicher Velebit und genießen Sie die Schönheit dieses wunderschönen und mächtigen Berges. Wenn Sie mehrere Tage in diesem wunderschönen Reiseziel verbringen möchten, wählen Sie die Unterkunft Ihrer Wahl. Wählen Sie aus 4-Sterne-Hotels, Villen, Apartments, Ferienhäusern und Campingplätzen. Dieses magische Reiseziel mit einem ganzjährig angenehmen Klima bietet unbezahlbare Erlebnisse, egal ob Sie ein Abenteurer, Sportler oder einfach ein Naturliebhaber sind.